Geahnt haben wir es, jetzt wissen wir es. Der amerikanische Geheimdienst hat umfassenden Zugriff aufs Internet. Fischt Daten der Nutzer direkt von den Servern von Microsoft, Google, Facebook oder Apple. Über die Dienste dieser Firmen kommunizieren und recherchieren auch viele deutsche Journalisten. Heißt das, auch sie sind vor US-Geheimdiensten nicht sicher? Können vertrauliche Informationen wirklich vertraulich behandelt werden? Und wie steht es mit dem Informantenschutz? Bastian Werbner. In der Wüste Utahs baut der amerikanische Geheimdienst NSA den weltgrößten Datenspeicher. 5 Billionen Gigabyte. Genug, um die elektronische Kommunikation der Menschen weltweit über Jahre zu speichern. E-Mails, Facebook-Einträge, Telefongespräche, Fotos und Videos. Im Guardian hat jetzt ein Insider ausgepackt, will belegen, wie die NSA Daten abschöpft. Die NSA specifically. Die NSA überwacht die Kommunikation von jedem. Sie sammelt erstmal alles, sie filtert, sie analysiert und sie speichert die Daten. Einfach weil das der bequemste und effizienteste Weg ist, ihre Ziele zu erreichen. Das Argument dafür, die nationale Sicherheit. Und da ist auch Deutschland im Visier. Diese Karte der NSA belegt, in keinem europäischen Land zapft sie so viele Daten ab wie hier. Geheimdokumente zeigen, die NSA hat offenbar Zugriff auf Daten, die über die Server von Google, Skype, Facebook und Apple laufen. Unter anderem. Anbieter, die auch deutsche Journalisten für ihre Recherchen nutzen. Der Geheimdienst kann mitlesen. Ein deutscher Journalist ist für die NSA interessant, wenn er sich mit Dingen beschäftigt, die als staatsrelevant oder wie auch immer von der NSA wichtig definiert werden. Sobald er Google Mail benutzt, ein Apple iPhone hat, das sich mit Apple verbindet oder andere Dienste wie zum Beispiel Facebook benutzt, können diese Daten ohne sein Wissen abgerufen, gefiltert und weiterverarbeitet werden. John Götz ist investigativer Reporter beim NDR. Er berichtet über Themen, die die NSA interessieren dürften. Terrorismus, Geheimdienste, den amerikanischen Drohnenkrieg. Götz ist angewiesen auf Informationen von Insidern. Informationen, die er nur bekommt, wenn er seine Quellen schützen kann. Man kommt zurück eigentlich auf die alte Methoden, dass man mit Menschen trifft, also nicht chattet oder also E-Mail schickt. Es gab jemanden, den ich in der letzten Zeit getroffen habe, also, und er hat darauf bestanden, dass man einen Nachbar anruft, dass man den Termin mit ihm ausmacht über den Nachbarn, damit es da nie eine direkte Kommunikation, jetzt also Telefon oder E-Mail, direkt zwischen mir und diesen Informanten gibt. Aber so diskret geht es nicht immer. Oft wird auch bei heiklen Themen erstmal über das Internet oder das Telefon kommuniziert. Das bedeutet, dass Journalisten, die mit Informanten umgehen und die Kontakt zu Informanten mit brisanten Informationen haben, wissen müssen, wie sie sicher kommunizieren können, also verschlüsselt kommunizieren können, wie sie Spuren verschleiern können. Viele aber wissen das nicht und kommunizieren über die unsicheren Kanäle der großen amerikanischen Anbieter. Die sind oft kostenlos und vor allem einfach. Das Bequeme ist der Feind des Sicheren. Also Sicherheit kostet immer einen extra Aufwand, sich einmal umzudrehen, wie früher, um sicherzugehen, dass man nicht verfolgt wird, eine sichere Leitung zu benutzen, das heißt Verschlüsselung einzusetzen. Alles sind extra Klicks, alles sind extra Maßnahmen. Die manchmal notwendig sind, um Quellen zu schützen. Wie also bewegt man sich sicher im Netz? Vor einem halben Jahr machte Patrick Beuth den Selbsttest. Die erste Regel ist, man sollte wissen, wie man Inhalte verschlüsselt, also E-Mails oder Dateien, die man irgendwo hochlädt. Die zweite Regel ist, man sollte seine eigene IP-Adresse verschleiern können, um eben zu verstecken, auf welche Seiten man zugreift, worüber man sich informiert. Und drittens, man sollte den eigenen Rechner, die eigene Festplatte mit kryptografischen Verfahren sichern können. Wie aufwendig ist das? Es erfordert einfach ein paar Stunden Arbeit. Man muss sich ein bisschen einlesen oder sich das beibringen lassen. Sebastian Mondial schult Journalisten, gibt Seminare zum sicheren Kommunizieren im Netz und empfiehlt mehr Vorsicht beim Telefonieren. Wer immer denselben Anschluss benutzt, ist für Geheimdienste leicht zu überwachen. Man kann nicht für jede Kommunikation die Telefonnummer wechseln. Es ist aber durchaus möglich, sich ein paar billige 20-Euro-Telefone bereitzulegen und die an den Informanten zu versenden, der dann darüber einzig und allein mit dem Journalisten telefoniert und damit keine weiteren Vernetzungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, investigative Journalisten tun gut daran, sich technisch ein bisschen mehr aufzurüsten, um
das Vertrauen zu rechtfertigen, was Informanten in sie aufbringen. Die Zeit hat dafür einen sogenannten anonymen Briefkasten eingerichtet. Informanten können hier Dokumente hochladen und Journalisten Hinweise geben. Anonym und so abgesichert, dass Geheimdienste es zumindest schwer haben. Inhalte verschlüsseln, Einwegtelefone und anonyme Briefkästen bieten Informanten Schutz, aber ein Restrisiko bleibt. Wenn man gezielt ins Visier eines Geheimdienstes gerät, dann glaube ich, ist man ziemlich machtlos. Und das haben hier auch alle Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe, so gesagt. Das heißt, absolute Sicherheit vor Überwachung und davor, dass sie Spuren im Netz hinterlassen, die gibt es nicht. Kein technisches System ist in dieser Hinsicht völlig sicher, überhaupt keins.